Wir haben bei Envision ein sehr umfangreiches Toolset. Das ist auch je nach Einsatzzweck entscheidend, dass die Entwicklerteams selbstständig, worauf sie da zurückgreifen. Also angefangen bei Code-Editoren zwischen Vim, Atom, Emacs wird alles Mögliche eingesetzt. Das kann prinzipiell jeder Entwickler auch frei entscheiden, was er für richtig hält und für am besten. Wir haben verschiedenste Programmiersprachen im Einsatz, schwerpunktmäßig Ruby, Elixir verwenden wir, JavaScript, Go und ja, wir prüfen das halt im Grunde bei jedem neuen Projekt, worauf wir da zurückgreifen wollen. Wir machen Continuous Deployment mit Jenkins und ja, spielen unsere Software dann im Produktionsbetrieb in Docker-Containern aus. Also alles sehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Man hat viele Freiheiten, man hat schnell viel Verantwortung, was ich als positiv empfinde und einfach schön ist, direkt Verantwortung zu haben und direkt richtig rausgehen zu können. Man muss nicht viel auf andere Leute warten, bis sie etwas für einen in Produktion genommen haben oder wie es früher bei uns war, halt jemand anders damit beauftragen und dann hoffen, dass man irgendwann die Sache draußen hat, sondern es geht dadurch, dass man selbst in der Hand hat, relativ schnell. Wir arbeiten grundsätzlich im Pair, das heißt, es arbeitet niemand alleine im Code. Ja, dadurch stellen wir sicher, dass sich jetzt keine Fehler einschleichen, die sich eventuell durch ein zweites Augenpaar von vornherein ausschließen lassen würden. Das ist das, was mich als Entwickler hier am meisten begeistert, würde ich sagen.